Na, Cardiff, fixst du deine Bude? Hallöchen, liebe Freunde. Herzlichen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Odyssey im Auftrag des Königs. Rufen uns nochmal ins Gedächtnis, was wir noch machen müssen. Es gibt nämlich noch Schmugglerwaren zu holen in Form von zwei Kisten, die unterhalb von Xadas Turm zu finden sind. Soll gefährlich sein. Dann Handel mit dem Banditen, das mit Uwe ist ja weg. Hier steht nochmal das Gleiche. Und und ich muss noch den billigen Fusel, den habe ich ja schon verkauft, und noch Brady Bescheid sagen. Grüße von Cardiff ausrichten. Yep, dann würde ich mal sagen, das nächste, was wir machen werden, ist direkt mal zu Xadas Turm hinbeamen. Ach ja, schauen wir mal, was da passiert. Okay, hier sind wir bei Xadas Turm. Und sicherheitshalber mal speichern. So, und laut der Beschreibung, hinten im Tal. Also müssen wir hier auf jeden Fall runter. Warte mal, ich werde mal sicherheitshalber mal das Ding wieder aus- und anlegen. Upsie Daisy. So, entweder sind die Kisten, die sind bestimmt nicht hier in der Höhlenverzweigung. Gucken wir mal. Nein. So. Dann sollen die also hier sein. Plus neue Monster, eventuell. Ich kann mir das sogar gut vorstellen, weil in dem Buchen- und Tannenwald waren ja auch plötzlich neue Monster gespawnt worden. Hier, kräftiger Warg. Obwohl, wenn hier noch Warge sind, dann frage ich mich, gibt es denn hier nur Orks? Aber ich glaube nicht. Gut. Na, okay. Läuft. Sonst wo noch einer? Nope. Weiter gucken. Hier sind noch welche. Komm. Kaputt geflanscht. Und gehen wir mal zum Feuer. Ja, okay. Nochmal hier scouten, bevor wir in die Höhle gehen. Gab es hier eine Höhle? Ja, es muss hier eine Höhle gegeben haben. Okay, es sind ein paar. Oh ja, okay. Bisschen Aua gemacht. So. Ja, meine Erinnerung ist auch nicht mehr so die beste. Ob es hier unten eine Höhle gab oder gibt? Ja, natürlich, doch. Was? Echsenmensch, Echsenmensch, Echsenmensch. Kommen die noch hinter mir her? Nein. Jetzt weiß ich nicht. Oh Gott, schnell speichern. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Also, okay. Okay, gut ausgetrickst. Den Echsenmenschen, da gibt es nichts zu holen. Crush Karok. Also, sind Echsenmenschen von der Herkunft eigentlich Urorks? Oder wir hatten ja schon mal die Diskussion bei Jurga und Korgenson. Das hatte ja Bisasam, hat ja das mal sich gefragt und es wurde dann diskutiert. Okay, dann gibt es bestimmt hier noch mehr. Genau, richtig, komm. Exus Menschus. Okay. Komm. Oh. Okay.
Okay. Ringelreihe gespielt und schon bist du weg. Nur die Waffe bleibt. Mal kurz speichern. Weiter geht's. Mal gucken, was mein Bogen ausrichten könnte. Mit normalem Pfeil. Nicht viel, okay. Ha. Oh, der hat natürlich einen Hau, wenn er mich trifft. Ja, vor allem, wenn ich wieder so blind wie ich bin, die falsche Rüstung anhabe. Ist kein Wunder, dass er mich schnell alle kaputt macht. Gehen wir das nochmal aus. Gucken. Oh, das sind gleich zwei. Ach, du liebe Neune. Oder du grünliche Neune oder irgend. Oh, Feier, mal gucken. Nein, auch zwei. Das ist so leichtsinnig ich bin. Muss ich mir was anderes überlegen. Schauen wir mal. Dann gehen wir das mal anders an. Die Eiswelle, die hat mir ganz gute Dienste geleistet. Kann ich nur hoffen, dass die beiden zusammenkommen. Okay. Sind denn beide da? Nö, shit, ist nur einer. Oh, sind drei. Wenn so viele da sein sollten, dann komm ich mit dem Feuerregen wohl besser mit. Ah ja. Okay, wo sind die anderen? Da sind doch nur zwei. Oh. Herrgott, zack. Man verliert so schnell die Übersicht hier. Manometer. So, laufen sie noch hinterher? Nein, bis jetzt doch. Shit. Das wird nix. Jetzt blutig hier alles voll. Der schöne Wald. Der schöne grüne Wald. Okay, dann riskiere ich es mal. Okay. Nicht. Oh, das hat zum Glück geklappt. Mann. Mitten im Trinken, also im Stärken, in meinem Stärkungsvorgang, fällt mir hier wieder so ein kräftiger Wag an. Herrjemine. Deswegen eben kurz die schnelle, spontane Einblendung. Setzen wir uns mal hier wieder vor die Höhle. Ich habe jetzt echt nicht mit Echsenmenschen gerechnet. So, jetzt mal in Ruhe nochmal picknicken. Und den letzten Verbliebenen. Oh, toll. Nochmal umnieten. Da ist er doch schon. Los, komm. Daneben. Okay, schauen wir uns jetzt mal da das Versteck an. Da sind zwei verdächtige Kisten. Kiste mit Schmugglerware. Wunderbar. Und die zweite. Perfekt. Gibt es sonst noch was? Dunkelpilze. Lothar. Und noch eine Waffe. Okay, das war das. Gut. Speichere ich nochmal. Und dann geht's im Schnellschnittdurchlauf wieder zurück zur Schmugglerhöhle. Und zwar natürlich im richtigen Gewand, also nicht in meiner Paladin-Rüstung. Baloro, ich hab dein Zeug. Ich hab den ganzen Kram dabei. Komm ich jetzt die Waffe? Zeig erst mal, was du dabei hast. Hier hast du alles. Ja, klasse. Was ist jetzt mit der Waffe? Vergiss es. Wie bitte? Glaubst du echt, da kommt jetzt noch was? Ich meine, wer so dämlich ist, sich auf so einen Quatsch einzulassen, der hat's auch nicht besser verdient. Wundert mich, dass du überhaupt noch lebst. Wenn du so leichtgläubig hier in der Gegend rumrennst, machst du's auch nicht mehr lange. Jetzt haben wir genug Fressalien zum Feiern. Schönen Dank auch. Bis zum nächsten Mal. Ich finde doch immer wieder einen Dummen. Genau wie damals in der Strafkolonie, wo mir dieser Typ bei der freien Mine vor die Füße lief. Die eigene Stimme in diesem Kontext jetzt mal zu hören und in dieser Situation zu sehen, macht das Ganze natürlich noch ja, anders empfindend. Ja, dann gucken wir doch mal. Was wir denn hier erfüllt haben? Mutprobe, Pilze für Krüger. Verlockendes Angebot haben wir jetzt hier. Mal gucken, was sich Roland denkt.
haben wir uns ja eigentlich gleich gedacht, dass der Typ mich nur verarschen will. Egal, jetzt bin ich um eine Erfahrung reicher. So, dann haben wir ja noch den Josh. Zup. Oh, wir machen einen Doppelsprung, auch gut. So. War Brady bei Brady noch was? Ich glaube nicht. Nee, das war ja das. Doch, ja, klar, mit dem Schnaps, richtig. Ich habe den Schnaps verkauft. Wie? Bist du das Zeug wirklich losgeworden? Alle 10 Flaschen? Ja, hier, deine 200 Goldstücke. Du kannst froh sein, dass er das Zeug überhaupt genommen hat. Es hat mich eine ganze Menge Überredungskunst gekostet. Und Cardiff hat nichts dazu gesagt? Doch. Was? Wenn du ihm beim nächsten Mal so einen Fusel andrehst, bekommst du bei ihm Lokalverbot. Ach, verdammt. Und? Wie sieht es aus? Wie soll es schon aussehen? Jetzt muss ich mir eine andere Einnahmequelle suchen. So. Dann such mal schön. So, jetzt gucken wir uns mal die Kisten an. Die müssen wir ja noch Josh übergeben. Ah ja, hier. 2 direkt nebeneinander. Gut, kann ich die aufmachen? Nein, geht nicht. Gut, rüber zu Josh. Mal ins Gesicht gucken. Da bin ich wieder. Was ist mit den Kisten? Hier hast du sie. Da bin ich aber erleichtert. Der Boss hätte mir sonst ganz gewaltigen Ärger gemacht. Der Boss? Kennst du ihn? Natürlich kenne ich ihn. Er kommt doch immer... Aber halt! Das geht dich nichts an! Sag mir lieber, ob es in dem Tal Monster gab. Nichts Aufregendes. Im Tal einige Waage und in der Höhle eine Handvoll Echsenmenschen. Echsenmenschen? Ich wusste doch, dass das Tal gefährlich ist. Und du wurdest mit denen fertig. Wie du siehst. Dann hast du dir die Belohnung verdient. Hier, nimm deine 100 Goldstücke. Freut mich. Hast du sonst noch was zu tun für mich? Nein, das war alles. So, schauen wir mal. Gibt es Neuigkeiten? Nicht, dass ich wüsste. Irgendwer hatte noch so eine lange Liste von Leuten, die ich ausfragen konnte. War das Rivers eventuell? Genau, richtig, es war Rivers. Ich werde vorher mal speichern. Denn jetzt haben wir ja die Zeit dazu, ihnen mal was erzählen zu lassen. Erzähl mir was über die Leute hier. Gut. Jax. Gehört zu Waynes Leibwächtern. Soll vom eisigen Norden des Festlands kommen. Man nennt ihn die Bestie. Frag mich aber nicht, wie der zu diesem Namen gekommen ist. Die Bestie. Arnold. Leibwächter von Wayne. Kommt aus Myrtana. Redet nicht viel. Auch mit mir nicht. Okay. Egon. Leibwächter von Wayne. Kommt von irgendeiner Insel. Ein verschlossener Bursche. Mehr kann ich dir nicht sagen. Das habe ich jetzt alles mitgekriegt. Die wollen ja nicht viel reden. Was ist mit Müller? Müller ist der Aufpasser von Waynes Truhe. Pfoten weg. Sonst gibt's was aufs Maul. Ist seine Devise. Er ist einer von denen, die von auswärts kommen. Daher kann ich dir nicht viel über ihn sagen. Da scheint wohl jeder sein eigenes Süppchen zu kochen. Bart. Bei Bart gibt's nur eines zu beachten. Steh dem Mann nicht im Weg herum, sonst wird er ungemütlich. Mehr kann ich dir über den Mann nicht sagen. Das muss ich nachher mal ausprobieren. Was ist mit Brady? Brady hat von Wayne den Job bekommen, auf die Truhe aufzupassen. Ich rate dir also, die Finger davon zu lassen. Sonst kann er ziemlich ungemütlich werden. Ansonsten brennt er jede Menge Schnäpse, die versucht er an den Mann zu bringen. Aber wenn du meine Meinung zu dem Gesöff hören willst, lass da lieber die Finger von. Das haben wir ja mitgekriegt. Über Krüger. Krüger ist unser Koch. Seine Spezialität ist seine Pilzsuppe. Mann, die musst du mal essen. Cardiff, der Wirt aus dem Hafenviertel, ist ganz verrückt nach dem Rezept gewesen und hat Krüger eine Menge Gold dafür geboten. Aber Krüger war nicht bereit, es ihm zu überlassen.
Eddie. Eddie ist unser Schmied. Er ist ständig damit beschäftigt, neue Waffen zu erstellen. Doch gehen ihm dabei immer die Rohstoffe aus. Wer ihm bei seiner Arbeit hilft, könnte bei ihm Eindruck machen. Ist etwas verschroben, der Bursche. Aber sonst ganz in Ordnung. Guter Dialekt übrigens, passt. Josh. Josh bewacht den Zugang zur Seeseite. Außerdem kümmert er sich um Waren, die in das Schmugglerversteck gebracht werden sollen. Er traut Neulingen nicht viel zu und will erst wissen, woran er mit diesen ist, bevor er ihnen einen wichtigen Auftrag gibt. Wenn du dich gut mit ihm stellen willst, solltest du ihn beeindrucken. Das haben wir ja gemacht. Was ist mit Wayne? Der Boss hat ihm den Auftrag gegeben, sich um die Organisation des Schmuggelns zu kümmern. Manchmal übernimmt er auch andere Aufgaben, die ihm der Boss gibt. Vor allem aber achtet er darauf, dass die Leute hier nicht faul herumlungern. Wenn er dir einen Job gibt, solltest du ihn auch machen. Verarschen lässt er sich nicht. Wenn ihn jemand versucht zu linken, muss derjenige damit rechnen, eine hohe Strafe zu bezahlen. Und wenn man nicht bereit dazu ist, ist man bei ihm unten durch. Dann kannst du es vergessen, noch einen Job von ihm zu bekommen. Das solltest du dir gut merken. Ja, brauche ich mir nicht merken, weil das habe ich ja eh versaut. Ja, da fällt mir gerade noch was ein. Ich habe mal abgespeichert, denn wenn ich ihn eben noch weiter ausfrage, über erzähl mir was über die Leute hier und Boss. Gut. Machen wir erstmal hier über unseren Spion. Erzähl mir was über unseren Spion, den wir in der Miliz haben. Ah, ja. Neugierig, was? Aber da muss ich dich enttäuschen. Keine Ahnung, wer das ist. Den kennt wohl nur der Boss. Erzähl mir was über unsere Hehler. Nun, Halvor müsstest du schon kennen. Er verhökert die Waren von geringem Wert und verteilt an unsere Leute wichtige Nachrichten, die in seinen Fischen versteckt sind. Die Waren von höherem Wert verkauft ein anderer Hehler. Aber über den kann ich dir nichts sagen. Erzähl mir was über Nagor, Rengaru, Truman und Mike. Wie, du kennst deine eigenen Leute nicht? Aber gut, du bist ja noch nicht so lange dabei. Viel kann ich dir aber nicht sagen. Truman und Mike sind erst seit kurzer Zeit Mitglied der Bande. Die beiden kamen irgendwann von einer anderen Insel und wurden in die Gilde aufgenommen. Rengaru und Nagur hingegen sind schon sehr lange dabei und gehören zu den geschicktesten Dieben. Besonders Nagur schenkt der Boss Vertrauen und weiht ihn in viele seiner Geheimnisse ein. Mehr aber kann ich dir nicht sagen. Ah, jetzt, ja. Gut, gucken wir noch mal mit Schmuggler versteckt. Da dürfte jetzt eine Riesenliste sein, wer die alle sind. Genau, die Beschreibungen. Über den kann er nichts sagen. Über die Diebe Nagor, Zeit sind Rengaru, Moment mal, ebenso wie Nagor, der den... Genau. Okay. Gibt es noch was? Stopp, falsche Taste. Gehen wir mal unter erfüllte Missionen, Schmugglerware. Das ist jetzt auch alles durch. Ja. Da muss ich mal überlegen, was wir jetzt noch machen. Dann werde ich noch mal kurz im Off mal fragen. Wo ist er denn? Ah ja, da. Warte mal. Ob es was Neues gibt. Nee, hier gibt es nichts Neues, Josh. Weil, gibt es nicht das... Okay. Jetzt habe ich sie alle so ein bisschen... Habe ich Informationen von denen gekriegt? Nein, das ist auch... Ach ja. Gucken wir erstmal hier, waren wir noch gar nicht entlang geschwommen. Vielleicht gibt es ja irgendwas zu entdecken auf dem Meeresgrund. Hier in der Nähe. Da ist ein Boot. Und hier ist noch ein Boot. Das haben wir ja, glaube ich, von oben schon gesehen. Ja, ich würde mal sagen, dann tauchen wir mal kurz unter. Vielleicht liegt ja was. Vielleicht liegt da irgendwie was. So, Junge. Schwimm doch mal. Ja, ich habe eine andere Tastenbelegung jetzt. Ah, einen kleinen Lederbeutel. Wie cool ist das denn jetzt?
Ist hier noch... Aua, 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 mein Kopf! Hier ist noch was. Dieser Beutel mit 5 Goldbrocken. Du sollst das auflesen, bitte. Schwarzer... Oh, ein Herz und Stunde. Wunderbar. Oh, hier ist hier noch was. Hä? Ich sehe immer... Oh ja, goldener Teller. Hier gibt es noch sehr viele Dinge. Vom Meeresgrund. Noch ein Kelch oder sowas gesehen. Das wird es wohl gewesen sein. Wenn nicht, jetzt noch ein kleiner Lederbeutel. Oh, sorry Leute. Das ist halt eben so, wenn man jahrelang die gleichen Tasten hatte und jetzt durch den neuen Loot, durch die neue Loot-Funktion, das umändern muss. So, gucken wir nochmal genauer hin auf den Grund und Boden. Da ist nichts mehr, oder? Nee. Und wenn, dann ist auch nicht schlimm. Darf ich hier auf die Texturen nicht reinfallen? Nee, okay. Dann schwimmen wir wieder zurück zur Höhle und dann, wo könnten wir dann denn hin? Sollte ich denn nochmal ins Sanatorium, hätte ich beinahe gesagt, in die Kanalisation doch nochmal mit Nagur sprechen? Und zwar war das ja immer... Moment, da gab es doch irgendwas. Muss ich nochmal gucken hier. Da gab es doch immer irgendwelche Uhrzeiten, die ich ausmachen musste. Das war mit Wambo in der Höhle. Ja, vielleicht sollte ich da auch mal was machen. Ich melde mich wieder. Aber nicht so voreilig. Hier gibt es ja noch was zu erledigen. Ich habe alles erledigt. Was ist jetzt mit deinem Auftrag? Den sollst du bekommen. Es gibt 6 besondere Kelche. König Robor hatte sie mal auf einem Feldzug erbeutet. Dabei sind eine Menge seiner Männer draufgegangen. Aus diesem Grund nennt man sie Blutkelche. Jeder Kelch alleine ist nicht vom großen Wert. Aber wenn sie vollständig sind, bekommen wir ein hübsches Sümmchen dafür. Wo sind diese Kelche? Du findest sie bei den Großhändlern im oberen Viertel der Stadt. Bring sie mir und der Boss wird sie unseren Hehlern geben. Warum so umständlich? Sag mir den Namen von unserem Boss und ich überbringe ihm die Kelche. Oder von mir aus auch direkt dem Hehler, wenn dir das lieber ist. Nein, nein, so läuft das nicht. Unsere Vorgehensweise ist zwar kompliziert, hat sich aber bewährt. Schließlich ist uns die Miliz nicht mehr auf die Schliche gekommen. Und wenn sie es mal sollte, dann wird es nur einen Teil der Gilde treffen. Vor allem bei der Sache mit den Blutkelchen müssen wir besonders vorsichtig sein. Die wurden schon einmal von uns geklaut. Doch hatte man kurz darauf unsere alte Gilde zerschlagen. Scheinbar hatte die Stadtwache damals einen besonderen Ehrgeiz entwickelt, um die Kelche wiederzubekommen. Daher solltest du sehr vorsichtig sein. Und die Sache schnell erledigen, bevor dir jemand auf die Schliche kommt. Sollten wir da nicht lieber die Finger von der Sache lassen, wenn dieses Unternehmen so gefährlich ist? Ich stimme dir zu. Aber der Boss will die Kelche unbedingt haben. Also besorg sie uns. Du sagtest, es würde sich für mich lohnen. Was genau springt für mich dabei raus? Genau. Das kannst du dir aussuchen. Entweder die Hälfte vom Gewinn. Oder... ein besonderes Stück aus unserer Beute. Oh, okay. Gucken wir erstmal hier den Eintrag. Blutkelche. Ich weiß noch, dass ich einen habe, und zwar von Valentino, meine ich. Gucke ich nochmal nach. Wer will sich, dass ich 6 Blutkelche bringe, sollten wir... Bum, bum, bum. Okay. Dann, haben wir noch? Nee, das ist ja... Das möchte ich löschen. Wie geht das zu löschen, damit mich das nicht immer interessiert? Okay, hey. Wayne, erzähl mir was über Baloro. Baloro hat dich ganz schön verarscht. Aber mach dir nichts raus. Das macht er mit jedem Neuen. Hey du! Jetzt... Die dürfte ich ja noch nicht komplett haben. Wegen der Blutkelche.
Die Kirche kann unser Hehler nur zusammen loswerden. Okay. Bring mir alle 6. Hey, und du. Hast du noch was zu sagen? Nein, ich glaube, ey Mann. Oh weia. Moment mal. Speichern? Ja, setz ich erstmal hin. Hey! Das kannst du doch nicht mit mir machen. Hey! Das kannst du mit mir nicht machen. Was willst du denn noch? Verschwinde! Geh jemand anders auf die Nerven, sonst setz was. Kapiert? Kapiert. Hey! Weiter. Hast du noch was? Oh. Ich denke, es wird Zeit, dir eins aufs Maul zu geben. Wir haben unseren Spaß gehabt. Jetzt zieh Leine, Mann. Aber na gut, du willst es ja nicht anders. Ich hab dich gewarnt. Mit meiner Schwubbelrüstung hier. Oh, er hat auch noch eine Zweihandwaffe. So. Jetzt habe ich mein stimmliches Konterfei mal erledigt. Was hat er denn? Milizarmbrust, Essenz 5, Apfel. Aha, die ganzen Sachen, die ich ihm gebracht habe, habe ich wieder. Schön. Na, was sagst du, Baloro, ha? Steh auf. Schön. Oh, mein Schädel. Verdammt, ich... Was? Brich dich nur aus. Warte mal. Okay. Leider keine Gesprächsoption mehr. Na, ja, dann speichern wir mal eine Runde. Jo. Oh. Arnold, was suchst du hier? Geh! Okay, die anderen sind nicht gesprächiger geworden. Valoro, hab dich ganz schön verarscht. Ja, weiß ich jetzt. Ich hoffe aber, dass du dich nicht noch mit mehr Leuten prügeln wirst. Okay. Ansonsten... gibt es gewaltigen Ärger. Danke für den Hinweis, Wayne. Hast du noch was zu sagen? Nee, dann nutzt ihr einfach auch dir die Blutkelchle. Lass mich in Ruhe. Okay, Egon will in Ruhe gelassen werden. Was suchst du hier? Okay, dir auch nicht. Suchst du Ärger? Suchst du Ärger, ja. Okay, dann wollen wir uns mal auf die Suche nach den weiteren Blutkelchen machen. Ich guck mal eben im Inventar, wie viel ich hab. Ein Blutkelch. Habe ich erst. Dann habe ich nur noch goldene Kelche und Schalen und so weiter und so weiter. Gut. Ja, dann auf in die Hafenstadt. Uiuiui. Und Brein schleift immer noch. Na, herrlich. Lalalalalalalalala. Ja, ja. Dann gehen wir mal hier oben hoch zum oberen Viertel. Und gucken auf die Zeit. Es wird knapp, liebe Freunde. Wobei ich mal gucken müsste, ob diese Blutkelche irgendwie jetzt neu gespawnt sind. Weil ich weiß, ich hatte doch so gut wie alles hier gelootet. Moment. Silberkelch schwebt über der Blutkommode. Buchkommode. Ferdinands Truhe. Da komme ich ja nicht dran. Ich habe ja den Schlüssel nicht. Ist ja klar. Das heißt, ich müsste Ferdinand beklauen. Wenn er dann einen Schlüssel bei sich trägt. Ferdinand, Fernando? Hey du. Das ist Fernando gewesen, sorry. Ja, da ist es. Liebe Freunde, ich mache jetzt mal Schluss. Wir sehen uns morgen wieder, frühestens. Ich wünsche euch was und vielen Dank für eure Kommentare, die ihr noch weiterhin fleißig schreiben könnt und einen Daumen. Macht's gut, tschüss.